und auch mit der kroatischen Botschaft in Wien zu einem Vortrag und Diskussion des Botschafters, seiner Exzellenz Daniel Glunčić, über die Herausforderungen der Sicherheitspolitik in Südosteuropa und der Rolle Kroatiens. Zunächst einmal möchte ich die beiden Vertreter der austragenden Organisationen bitten um ein paar einführende Worte. Zunächst an Herrn Botschafter Dr. Emil Brix übergebe ich das Podium. Bitte sehr, weiter an Sie. Danke vielmals, Herr Professor Bieber. Ich darf Sie namens der Diplomatischen Akademie Wien sehr herzlich virtuell an der Akademie begrüßen. Es ist eine gute Tradition, dass wir gemeinsam mit dem Institut für Donauraum und Mitteleuropa neue, junge Botschafter zu einem Vortrag einladen. Ich bedauere, dass das nur auf diesem Weg möglich ist, möchte aber sehr herzlich auch seine Exzellenz Botschafter Daniel Glunčić hier begrüßen, an diesem virtuellen Ort, wo immer der sich befindet. Hinter mir sehen Sie den Eingang der Diplomatischen Akademie. Ich lade natürlich alle ein, wieder in den nächsten Wochen und Monaten auch tatsächlich zu uns zu kommen. Selbstverständlich vor allem auch den Herrn Botschafter Glunčić. Ich freue mich, dass wir das wieder mit dem IDM durchführen dürfen und mit der kroatischen Botschaft. Und freue mich auch, dass Erhard Buzek auch wieder persönlich hier virtuell anwesend ist. Das Thema, das Herr Botschafter Glunčić sich gewählt hat, ist etwas, was uns an der Akademie sehr nahe liegt, weil wir beschäftigen uns selbstverständlich mit den internationalen Aspekten der jeweiligen Nachbarstaaten. Und hier spielt die Frage der Sicherheitspolitik in Südosteuropa eine zentrale Rolle. Wir sprechen in Österreich oft viel zu wenig über die Rolle Kroatiens in diesem Kontext. Für uns ist Kroatien, obwohl es eigentlich ein Nachbar ist, in den meisten Fällen ein Tourismusland und wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch ein Land, mit dem wir reden müssen, wenn es um Migrationsströme geht. Das halte ich für falsch und für zu wenig und daher ist diese Diskussion aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich erinnere mich, als der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Steiermark etwas über Kroatien sagen wollte, hat er gesagt, ja, Kroatien ist für uns ganz wichtig, weil wir haben ja eine gemeinsame Grenze. Erst nach einer gewissen Zeit hat das Publikum zu lachen begonnen und Schüssel wurde aufmerksam gemacht, dass es keine gemeinsame Grenze zwischen Österreich und Kroatien gibt. Und er hat dann gemeint, na ja, aber wir sind einfach Nachbarn in jeder Hinsicht. Und ich glaube, das war die richtige Antwort. Wir sind Nachbarn, auch wenn dazwischen noch ein Staat liegt, der sich immerhin in den letzten Jahren auch bemüht hat, die Verkehrsverbindungen zwischen Nord und Süd durch Slowenien etwas attraktiver zu gestalten. Auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, für diese Nachbarschaft. Die Tatsache, dass Sie heute Abend, der Botschafter, über die geopolitische Lage des Balkans sprechen werden, freut mich ganz besonders. Ich bin mir ja schon bewusst, dass Kroatien der interessanteste Staat vielleicht gemeinsam mit Slowenien ist für uns, weil sie drei Optionen haben. Und Sie wissen ganz genau, ich spreche natürlich über die mediterrane Option, die Kroatien hat aufgrund seiner Küste, die mitteleuropäische Dimension, für die wir uns sehr einsetzen, die Zusammenarbeit nicht nur mit den Visegrad-Staaten, aber auch mit Slowenien und dann letztlich die südosteuropäische Dimension, die für Sie wirtschaftlich, politisch, sicherheitspolitisch natürlich eine ganz zentrale ist. Und wir sind wieder mal gemeinsam im Boot, Österreich und Kroatien, wenn es um die Unterstützung innerhalb der Europäischen Union geht, um diese unglaublich langwierigen und langsamen Integrationsprozesse für die einzelnen Westbalkanstaaten. Und gerade das, was in den letzten Wochen und Monaten sowohl mit Nordmazedonien als auch mit Albanien aufgeführt wird, ist nur leider ein Beleg dafür, dass die Bedeutung dieser geopolitischen Lage Südosteuropas viel zu wenig wahrgenommen wird. Das ist eine Schuld, die wir auch zu tragen haben. Wir müssen hier auch etwas tun. Als Diplomatische Akademie bemühen wir uns, Herr Botschafter, wir sind da ganz an Ihrer Seite, auch in den nächsten Jahren, wenn es darum geht, hier etwas in Österreich und darüber hinaus etwas gemeinsam zu unternehmen und das möglichst bald wahr werden zu lassen. Ein langer Weg. Ich bin nur zur Begrüßung hier. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und darf damit an Dr. Erhard Buzek weitergeben.
Ja, das würde ich mich anschließen. Dr. Gusek, Sie müssen auch das Mikrofon einschalten. Ich will nur kurz erwähnen, abgesehen davon natürlich von den vielen wichtigen Aufgaben, die Sie wahrgenommen, Sie sind seit kurzem auch Ehrendoktor der Universität Rijeka. Und das wollte ich doch erwähnen. Das ist in diesem Zusammenhang vielleicht ganz nennenswert, wenn wir von Kroatien reden. Aber bitte das Wort an Sie. Danke vielmals, Herr Professor Bieber. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich werde das in dem Zusammenhang erwähnen, nicht weil es für mich eine große Ehre ist, sondern weil wir damit auch eine Kooperation in der Region und mit Kroatien verbinden. Aber zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an den Direktor der Politischen Akademie, Diplomatischen Akademie, Entschuldigung, lieber Emil. Die Kooperation machen wir schon seit Jahren. Und ich glaube, es ist ein sehr gutes Ergebnis im Sinne der Offenheit und der Information. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ein herzliches Willkommen auch dem Herrn Botschafter hier und für die Bereitschaft, hier zu reden. Herr Botschafter, Sie werden mir verzeihen, ich mache zur Einleitung ein paar Bemerkungen, die Florian Bieber eigentlich schon begonnen hat. Wir sind gegenwärtig dabei, eine Kooperation aufzubauen zwischen der Erste Stiftung und der Universität Rijeka. Das ist der Grund, warum ich da jetzt von der Universität hereingeholt wurde, weil wir ein Center for Advanced Studies errichten in Rijeka oder um genauer zu sein auf der Insel Zres in einem Gebäude, das den wunderschönen Namen Palazzo Moise hat und eine venezianische Vergangenheit darstellt. Aber es ist gleichzeitig auch eine mitteleuropäische Gemeinsamkeit. Wir haben lange gerungen, einen Platz für so eine Einrichtung, die der Heranbildung von akademischem Lehrpersonal dient und schon gegenwärtig dient. Wir sind schon in der dritten Runde der dortigen Besetzung, weil es hier notwendig ist, die Qualitäten zu erhöhen. Herr Botschafter, ich erzähle Ihnen die Geschichte, wie wir auf Rijeka gekommen sind. Zunächst war mir der Vorschlag, weil es auch eine Initiative von Angehörigen der Universität Belgrad gegeben hat, das muss in Belgrad sein. Darauf war die natürliche Antwort in der Region, nicht schon wieder Belgrad, das haben wir schon gehabt. Daraufhin hat Zagreb aufgezeigt, darauf haben die anderen gesagt, also wenn es nicht Belgrad ist, kann es auch nicht Zagreb sein. Und ich hatte dann die Idee zu sagen, was ist mit Rijeka? War nie Hauptstadt, liegt nahe zu Italien und Österreich. Und hat auch, das sei angenehm bemerkt, eine akademische Qualität. Und so sind wir in Rijeka gelandet mit dieser Einrichtung, die auch eine weitere Bedeutung haben wird, dass nämlich in aller Voraussicht das Europäische Forum Alpbach quasi dort Zweigveranstaltungen machen wird, um die Vernetzungen hier zu erhöhen. Also eine Perspektive und ich bitte Sie jetzt schon um Unterstützung, sehr geehrter Herr Botschafter, dass die Dinge hier weitergehen. Wenn ich gleichzeitig auch noch etwas loswerden will, bin in meiner alten Verbindung mit dem Stabilitätspakt für Südosteuropa und all diesen Dingen auch bemüht, nach wie vor für die Infrastruktur etwas zu tun. Es gibt ja die Bahnlinie, die von Piräus weggehen soll über Thessaloniki, Belgrad, Budapest. Wir wollen aber auch eine zweite hier haben. Hängt ein bisschen auch zusammen, wer bei der anderen führend ist im Ausbau. Das ist nämlich eine Verbindung, die über Thessaloniki, Skopje, Zagreb, Ljubljana geht. Weil das Bahnnetz gerade in der Gegend stammt doch aus der alten Monarchie, dankenswerterweise, aber die Linienführungen sind mit den heutigen verkehrsmäßigen und wirtschaftlichen Wirklichkeiten nicht verbunden. Kroatien und Slowenien sind hier bemüht, hier sehr zu arbeiten. Wir haben, glaube ich, von Bulgarien, das ist eine Nebenlinie, noch keine Zustimmung. Und ein bisschen muss ich noch kämpfen, dass die Österreicher das auch entsprechend unterzeichnen als Letter of Intent. Aber ich habe morgen ein Gespräch mit dem Ministerium und ich bin überzeugt, dass wir es tun. Aktueller Bezug. Wenn Sie mir gestatten, noch einen hereinzubringen, der schon vorher eine Erwähnung gefunden hat. Florian Bieber hat Diskussionen hinter sich gebracht am Widofdamm, der heute ist. Also auch das ist eine Erinnerung mit der historischen Dimension. Ich darf eine andere einfügen. Ich bin vor 30 Jahren zum Bundesparteihauptmann der ÖVP gewählt. Das ist nicht erwähnenswert, dieses Ereignis. Aber an dem Tag auch sind die Kriege in Südosteuropa, damals Slowenien und sehr bald Kroatien, losgegangen.
Das war eine ganz wesentliche Diskussion, denn die Steirer haben blitzartig den Bundesparteitag verlassen und haben gesagt, an unserer Grenze ist was los. Und sie hatten guten Grund. Ich bin nämlich auch dann hingefahren und kann mich noch an dieses Bild erinnern, auf einer Brücke bei Radgonagora, also Radgersburg, stand ein Panzer und der Kirchturm auf der slowenischen Seite war heruntergeschossen. Daher ist die Sicherheitsfrage, die Ihr Thema ist, nach wie vor von einer ungeheuren Aktualität. Und da ist es ganz wichtig, dass die Kroaten hier innerhalb der Europäischen Union sind. Ich war ein Teilnehmer beim European Council in Thessaloniki 2003. Ich wiederhole 2003, 18 Jahre, wo wir beschlossen haben, dass die gesamte Region hier in die EU kommen soll. Sie sind der Einzige, die Kroaten, die jetzt schon da sind. Und das ist ein Fehler. Nicht, dass die Kroaten hier erinnern sind, sondern dass wir die anderen hier noch nicht haben. Und das geht genau in diese Sicherheitsfrage hinein. Ein Dankeschön und ich freue mich schon auf weitere gute Zusammenarbeit, die wir hier haben können. Und übergebe zurück an Florian Bieber mit herzlichen Dank für seine Tätigkeit. Vielen Dank. Jetzt ist es mir ein Vergnügen und Ehre, Ihnen Botschafter Daniel Glunčić vorzustellen, der in dem kleinen Städtchen Zelengrad geboren wurde oder auf Deutsch Grünberg oder Grünstadt in Deutschland, hat also dementsprechend eine lange persönliche Verbundenheit zum deutschsprachigen Raum, wie ich das auch aus seiner Karriere nehmen konnte, mit Stufen des Schaffens im Deutschen Bundestag, Studium neben natürlich der Theologie, auch an der Hertie School und verschiedensten Stufen natürlich im diplomatischen Dienst, aber auch zuletzt im kroatischen Sabor, also im kroatischen Parlament, als Unterstützung für den Parlamentspräsidenten. Das heißt, Sie haben sozusagen sowohl im Land selber Erfahrung gesammelt, als auch im Auswärtigen Dienst in Deutschland, im Iran, also in schwierigen Feldern und in etwas leichteren diplomatischen Orten und nun seit einigen Monaten in Wien, glaube ich, ein verhältnismäßig einfaches diplomatisches Pflaster, aber eins, wo ich glaube, wie wir bereits von Dr. Busek und Dr. Brix gehört haben, auch viel gemeinsam zu tun ist, was Sie hoffentlich uns auch erklären werden, wie wir Stabilität in Südosteuropa gewährleisten können, wie es möglich ist, was der kroatische Beitrag dazu sein kann und wie das sozusagen mit auch einer Gruppe von Ländern, die sich für eine, ja, wie soll man sagen, eine Vervollständigung der europäischen Integration auf dem Westbalkan einsetzen. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind und bitte Sie nun um Ihre Ausführungen und für alle Teilnehmer als Hinweis, Sie sind jederzeit in der Lage, Fragen zu stellen. Sie können dies über die sogenannte Q&A-Funktion machen. Es gibt auch die Chat-Funktion, aber ich lege Ihnen nahe, die Fragen dort hineinzuschreiben zum Question and Answer. Ich werde sie entsprechend dann auch dem Herrn Botschafter stellen und dann haben wir hoffentlich nach dem Vortrag eine ganz gute Diskussion zu diesen aktuellen Fragen. So viel dazu und nun weiter an Sie, Herr Botschafter. Herzlichen Dank. Es ist mir eine ganz große Ehre, hier zu sein. Und lieber Herr Dr. Busek, was Sie gesagt haben, Infrastrukturprojekte, da haben Sie natürlich bei mir auch offene Türen. Ich habe auf der Vorbereitung für mein Thema hier oder für meinen Vortrag erinnere ich mich an ein Zitat. Ich weiß es beim besten Willen nicht, wer es getätigt hat. Aber einst hat irgendjemand mal gesagt, wofür der Kaiser 14 Jahre gebraucht hat, brauchen wir heutzutage 40. Und ich bin wirklich dabei, dass wir das von den 40 auf die 14 wieder runterbringen, weil wirklich Infrastrukturprojekte, schnelles Reisen, ökologisches Reisen, Eisenbahn, das ist etwas, was immer mehr von Bedeutung sein wird, gerade in dieser Region. Ich habe meinen Vortrag, ich spreche immer gerne frei, aber hier habe ich mir einfach überlegt, dass wir das so mehr in diesem Universitätsbereich machen, wo ich dann einen Vortrag so auf 30 Minuten, vielleicht 40 halte. Einleitend wollte ich meinen Vortrag mit einem Zitat, etwas ungewöhnlich, aber hier ist vielleicht nicht nur derjenige, der das Zitat getätigt hat, interessant, sondern wann dieses Zitat getätigt wurde. Und zwar ist das aus der Rede des deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau, anlässlich der Eröffnung des OSZE-Forschungszentrums am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg.
Dieses Zitat wurde getätigt am 6. Jänner 2000. 6. Jänner 2000. Ich zitiere: Wir sind in unserem Denken und Handeln immer noch stark darauf fixiert, auf Konflikte zu reagieren, anstatt sie im Vorfeld durch vorausschauendes, planvolles Handeln zu verhindern. Von dieser Kultur der Prävention sind wir noch weit entfernt. Sie kann nur gelingen, wenn wir uns auf die grundlegenden Werte und die Einstellungen rückbesinnen. Eine gemeinsame Wertegrundlage muss die Einhaltung der Menschenrechte und Minderheitenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und das Prinzip der Marktwirtschaft umfassen. Unter den Bedingungen globalen Wettbewerbs darf der Marktwirtschaft das Attribut sozial nicht fehlen. Die zweite Voraussetzung liegt in der Erkenntnis, dass wirksame Prävention heute nur multilateral erfolgen kann. Keine internationale Krise lässt sich mehr im nationalen Alleingang verhindern oder bewältigen. Zitat Ende. 2000 ist dieses Zitat getätigt worden von Johannes Rau, dem man wirklich nicht sagen kann, dass er Sicherheitspolitiker war. Aber zu dieser Gelegenheit hat er es gesagt, und es ist wirklich hier an der Zeit, mal zu überlegen, ab 2000, Jahrtausendwende bis heuer, bis 2021, was ist geschehen, was haben wir denn getan? Ich habe meinen Vortrag in einzelne Überschriften unterteilt. Anfangen möchte ich mit dem sicherheitspolitischen Selbstverständnis Kroatiens. Vom Selbstverständnis her ist Kroatien ein Donau- bzw. Adria-Staat, der nicht nur im geografischen, sondern gerade im geschichtlichen, kulturellen und zivilisatorischen Kontext zum einen in Mitteleuropa und zum anderen gleichzeitig in den Mittelmeerraum verortet werden muss. Aus diesem selbstverständlich heraus ist es nicht verwunderlich, dass Kroatien seit der Unabhängigkeitserklärung, deren 30-jähriges Jubiläum wir heuer begehen, als klares strategisches Ziel stringent die Mitgliedschaft im Nordatlantischen Bündnis NATO und der Europäischen Union EU vorangetrieben hat. Durch zahlreiche Aktivitäten in verschiedenen internationalen Missionen, sicherheitspolitischen Projekten, bei diversen und komplexen sicherheitspolitischen Fragestellungen hat sich Kroatien in den vergangenen Jahrzehnten ein hohes Maß an sicherheitspolitischer Kompetenz aneignen können, sodass es sich auf innenpolitischen als auch auf außenpolitischen Gebiet als Staat und europäischer bzw. globaler Faktor ausgewogen entwickelt hat. Wir sind jedoch alle Zeugen, wie sich in der heutigen Zeit externe und interne Bedrohungen, Risiken und Herausforderungen kontinuierlich und schnell ändern, die oft genug in sich komplex und ineinander verflochten sind, mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf staatliche Systeme und gesellschaftliche Entwicklungen, was eine stetige und nachhaltige Weiterentwicklung der nationalen Sicherheitspolitik erfordert und jeden Staat, so auch Kroatien, dazu drängt, um nicht zu sagen zwingt, zeitnah und effektiv auf nahezu alltägliche Veränderungen der Sicherheitslage zu reagieren. Die Republik Kroatien versteht die nationale Sicherheit als, in Anführungsstrichen, koordiniertes Handeln aller sicherheitsrelevanter staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen und Bereiche. Modern würde man heute sagen, wir nannten das früher Anfang der 90er Jahre koordiniertes Handeln, heute würde man sagen vernetzte Sicherheit. Dabei hat sich Kroatien im Rahmen der nationalen Sicherheitspolitik zum Ziel gesetzt, Strukturen und Fähigkeiten zu entwickeln, die das Handeln sowohl innerhalb des Staatsgebietes beziehungsweise, wo es erwünscht ist, auch außerhalb des kroatischen Staatsgebietes im Rahmen gemeinsamer internationaler Bemühungen, Wege der dauerhaften Konfliktlösungen, der Friedenssicherung, der Vertrauensbildung und der Krisenprävention zu finden beziehungsweise sicherzustellen. Das grundlegende und permanente Bestreben der Republik Kroatien ist es, seine demokratischen Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln.
und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass die eigene Bevölkerung die Integrität der territorialen Grenzen, der staatlichen Souveränität, die verfassungsmäßige und freiheitliche Ordnung, die Menschenrechte durch ein umfassendes und koordiniertes Handeln entsprechender staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen mitträgt und dadurch effektiv etwaige äußere Bedrohungen abgewendet werden können. Dazu gehört es auch, den wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand seiner Bevölkerung weiter zu fördern und eine umfassende demografische Erneuerung und Revitalisierung vor allem in ruralen Gebieten konsequent zu unterstützen. Des Weiteren gehört auch dazu, dass sich die Republik Kroatien dauerhaft und kontinuierlich um die Belange der Angehörigen des kroatischen Volkes in anderen Ländern kümmert. Im Rahmen der internationalen Kooperation will sich Kroatien als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner, gerade im Rahmen der UN, EU, NATO, in Missionen und in internationalen Einsätzen anderer internationaler und regionaler Organisationen konsequent beteiligen und dadurch aktiv am Aufbau internationaler Stabilität und der Friedenssicherung in der Welt mitzuwirken und damit seinen Partnern einen Beitrag zu leisten. Als Stichwort kann man sagen, Kroatien, einst ein Empfängerland von Sicherheit, hat sich aufgebaut zum Geberland von Sicherheit. Aber nicht alleine, und das ist in meinem Vortrag sehr wichtig, stetig zu betonen, das betone ich immer wieder, nicht alleine, sondern immer in Zusammenhang und in partnerschaftlichem Verhältnis zu seinen Partnerländern und zu seinen Nachbarn. Im globalen Zeitalter sind die internen und externen Aspekte der Sicherheit stark miteinander verwoben, was den Einsatz für eine umfassende Erreichung von Sicherheitszielen oft sehr erschwert oder in manchen Fällen sogar unmöglich machen. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass gerade zur Zeit, als Kroatien sich für seine vollumfängliche Unabhängigkeit und territoriale Integrität eingesetzt hat, gerade das Konzept des, wie gesagt, koordinierten Handels oder modern ausgedrückt vernetzten Sicherheit im kroatischen Verteidigungskampf direkt zur Anwendung kam, sodass unser Land dadurch schon früh weitreichende Erfahrungen machen konnte und entsprechende Kompetenzen entwickelt hat, gerade in der komplementären Vernetzung ziviler, militärischer, diplomatischer, wirtschaftlicher und politischer Potenziale und Faktoren, um das Ziel der Freiheit, Unabhängigkeit und der vollumfänglichen staatlichen Souveränität letztendlich erfolgreich zu realisieren. Diese Erfahrungswerte beziehungsweise dieser Ansatz hat in Kroatien die Entwicklung eines Systems vorangebracht, in dem entsprechende staatliche Stellen unter Einbeziehung der Bürger und gesellschaftlicher Faktoren sicherheits- beziehungsweise verteidigungspolitische Maßnahmen zeitnah und effektiv umsetzen können. Kroatien hat die Erfahrung gemacht, dass ein umfassender und integrativer Ansatz die beste Voraussetzung ist, eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung und die Resilienz zu unterstützen, so nicht nur auf innenpolitischem Gebiet, sondern auch im internationalen Engagement auf der Grundlage von Solidarität und gegenseitigem Vertrauen zwischen den Partnerländern. So ist Kroatien darauf bedacht, nachhaltige sicherheitspolitische Prioritäten und die dazugehörigen Instrumentarien zu entwickeln, die auf die wichtigsten Herausforderungen der heutigen Zeit Antworten geben und die unser Land proaktiv, koordiniert, finanziell nachhaltig, effizient und verantwortungsbewusst umsetzt. Die Ausarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie ist ein fortlaufender bzw. kontinuierlicher Prozess, bei dem jede kroatische Regierung zu Beginn ihres Mandats und in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Republik Kroatien eine aktualisierte oder ergänzende nationale Sicherheitsstrategie vorschlägt und dadurch regelmäßig die nationalen Sicherheitsstrategien an die jeweils veränderten Gegebenheiten anzupassen. Dadurch trägt Kroatien Sorge um die Wahrung und den Schutz seiner nationalen Interessen und definiert die Umsetzung strategischer Ziele entsprechend der Bedrohungen und Risiken
denen es jeweils ausgesetzt ist oder sein könnte. Die nationalen Interessen der Republik Kroatien. Im Zusammenhang mit dem zuvor Gesagten und auf der Grundlage des Artikels 81 der Verfassung der Republik Kroatien hat das kroatische Parlament, der kroatische Sabor, am 14. Juli 2017 die Strategie zur nationalen Sicherheit verabschiedet, auf der sich weiterhin auch alle aktuellen strategischen sicherheitspolitischen Überlegungen Kroatiens begründen. Kroatien hat demnach folgende nationale sicherheitspolitischen Zielsetzungen bzw. Stoßrichtungen für sich manifestiert. Erstens, die Sicherung der Bürger, der territorialen Integrität und Souveränität der Republik Kroatien. Zweitens, die Sicherstellung als sicherheitspolitisches Ziel, die Sicherstellung des Wohlstandes und der Prosperität aller Bürger, die als Gradmesser für Lebensqualität, den Erfolg des politischen demokratischen Staatssystems und der Stabilität der Gesellschaft betrachtet werden kann. Drittens, globales Engagement, bei dem Rahmenbedingungen geschaffen werden und ein Umfeld gestaltet wird, in dem Kroatien durch seine nationale Identität und Kompetenz und sein internationales Ansehen seinen Beitrag in internationalen Prozessen leistet. Viertens, Einsatz für den gleichberechtigten Status des kroatischen Volkes in Bosnien-Herzegowina, zu den beiden anderen konstituierenden Völkern Bosnien und Herzegowinas. Und fünftens, alle kroatischen Minderheiten in anderen Ländern, die Auslandskroaten, genießen eine besondere Sorgfaltspflicht durch entsprechende Institutionen der Republik Kroatien. Die sicherheitspolitische Situation in Südosteuropa. Das nachbarschaftliche Umfeld Kroatiens stellt unser Land vor weitreichende und schwierige Herausforderungen. Gleichzeitig ist Kroatiens Nachbarschaft aber auch eine Gelegenheit, sich seiner eigenen nationalen Interessen bewusster zu werden und diese zu schützen. Politische Instabilität, unzureichend funktionierende staatliche Institutionen, Korruption, eine hohe Arbeitslosenquote sowie soziale und ethnische bzw. interethnische Spannungen machen die Sicherheitslage in unseren südöstlichen Nachbarländern, in unserer Nachbarschaft, fragil, was auch auf die kroatischen nationalen Interessen Einfluss hat. Die aktive Präsenz der Europäischen Union und der NATO bleibt deshalb nach wie vor ein wichtiger Stabilitätsfaktor in Südosteuropa. Viele der südosteuropäischen Länder, die keine Mitglieder der NATO und der Europäischen Union sind, haben unterschiedliche außenpolitische Ziele und Bestrebungen, aber für jeden von diesen Staaten bleibt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und oder der NATO ein attraktives Ziel, nach wie vor. In manchen Teilen der kroatischen Nachbarschaft sind Tendenzen zu verzeichnen, leider, die von zunehmender Intoleranz, Radikalität und Extremismus determiniert sind, insbesondere des islamischen Radikalismus. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ursachen der Radikalisierung und der entsprechenden Rekrutierung extremer Islamisten mittelfristig verhindert oder gänzlich beseitigt werden kann. Seit Beginn der Konflikte in Syrien und im Irak haben sich hunderte Menschen aus Südosteuropa Terrororganisationen angeschlossen, die in entsprechenden Kriegsgebieten im Nahen Osten aktiv an Kämpfen beteiligt waren. Ihre Rückkehr in ihre Heimatländer erhöht auch das Terrorismusrisiko für die Republik Kroatien. Die Bedrohung geht auch von selbst radikalisierten Personen aus, die nicht im direkten Kontakt mit terroristischen Organisationen stehen, aber unter dem Einfluss terroristischer Propaganda oder islamistischer Propaganda imstande sind, einzelne Terroranschläge zu verüben. Das Vorhandensein radikalen Nationalismus auf der Grundlage von Großmachtideologien, die mit der Idee der Veränderung von international anerkannten Grenzen einhergehen, sowie Aktivitäten,
die die Verlässlichkeit und die Integrität der Republik Kroatien, seiner Bürger untergraben, werden unsererseits in Kroatien auch zu den Sicherheitsrisiken gezählt. In einigen Ländern ist schon seit Jahren gelegentlich eine kontinuierliche, systematische und höchst professionelle Diffamierungskampagne gegen Kroatien auch erkennbar, mit allen Kennzeichen hybrider und verdeckter Aktivitäten, hinter denen durchaus staatliche Organisationen vermutet werden können. Ein weiteres Sicherheitsrisiko für Kroatien, das sich auf einer der Transitrouten befindet, ist die durch organisierte kriminellen Gruppen organisierte Verbreitung von Waffen. Das Schleusen von Menschen, das Überbringen von Drogen und dergleichen. Dabei verzeichnet Kroatien, dass die Instabilität in verschiedenen Krisengebieten in den vergangenen Jahren zu einer erhöhten Nachfrage nach illegalen Waffen und militärischer Ausrüstung geführt hat, was gleichzeitig auch den Anstieg der organisierten Kriminalität zur Folge hat. Es muss hier nicht gesondert erwähnt werden, dass sich Südosteuropa zu einer der meistgenutzten Migrationsrouten entwickelt hat. Und Schmuggelrouten natürlich. Besondere Achtsamkeit widmet Kroatien auch der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und dem illegalen Transfer militärischer Technologien, bei der über das Territorium der Republik Kroatien der Transport in Drittstaaten organisiert werden soll oder versucht wird. Trotzdem, neben den genannten Sicherheitsherausforderungen und Sicherheitsrisiken bietet der Raum Südosteuropas sowie die unmittelbare kroatische Nachbarschaft auch die Möglichkeit, die politische, wirtschaftliche, Sicherheits-, Verkehrs-, Energie- und sonstige Zusammenarbeit weiter auszubauen und eine vertrauensvolle Politik zu etablieren, die sich auf Dialog und gegenseitigen Respekt gründet. Sicherheitsbedrohungen und Risiken für Kroatien. Die Republik Kroatien gehört als Mitglied der Europäischen Union zur Gruppe der Länder mit einer weitreichend entwickelten Demokratie, die gemeinsame europäische Werte miteinander teilen. Neben den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft teilt die Republik Kroatien mit ihren Partnerländern auch entsprechende Herausforderungen in der Sicherheitspolitik. Dank der geografischen Lage zu anderen mitteleuropäischen Ländern, Donau-Anrainerstaat, Stichwort, zu den Mittelmeerländern, Adriastaat, verfügt Kroatien über zahlreiche natürliche Ressourcen, das Meer, unbelastete Süßwassergewässer, weitreichende Waldgebiete, landwirtschaftliche Flächen, Nationalparks sowie eine reiche Kulturlandschaft. Wir sind also gerade im Bereich des Tourismus sehr anfällig, wenn es darum geht, dass ökologische Gleichgewichte zerstört oder wie auch immer bewusst oder unbewusst vernichtet werden. Unabhängig von der Komplexität der sicherheitspolitischen Lage ist aufgrund der bestehenden und absehbaren politischen und sicherheitspolitischen Großlage ist die Wahrscheinlichkeit einer direkten konventionellen militärischen Bedrohung des kroatischen Staatsgebietes nahezu ausgeschlossen. Aufgrund der geopolitischen Lage der Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der NATO ist Kroatien jedoch auch im Fokus geopolitischer Konfrontationen, entsprechender politischer und nachrichtendienstlicher Aktivitäten von Drittstaaten und nichtstaatlicher Akteure, die die Europäische Union und die NATO als Sicherheitsbedrohung oder sicherheitsrelevante Herausforderung verstehen und auch über Kroatien entsprechend Einfluss nehmen wollen oder Schaden bringen möchten. So ist die Republik Kroatien wie seine Partnerländer verschiedenen Formen hybrider Kriegsführung ausgesetzt, unkonventioneller asymmetrischer und kybernetischer Angriffe mit dem Ziel, Kroatien zu schwächen und die demokratischen Werte und die Freiheit zu untergraben und somit auch die Vernetzung zu seinen Partnerländern vehement zu stören. Die Wahrscheinlichkeit eines groß angelegten Terroranschlags in der Republik Kroatien ist als gering einzuschätzen. Jedoch ist der Transit von einstigen Angehörigen von Terrororganisationen im Rahmen der illegalen Migrationsbewegung in Richtung Europa auch für den kroatischen Grenzschutz eine ernstzunehmende Sicherheitsbedrohung.
Extremistische Aktivitäten von Einzelpersonen und Gruppen auf dem Territorium der Republik Kroatien, die die öffentliche Sicherheit gefährden könnten, sind in den vergangenen Jahren vereinzelt registriert worden, haben jedoch keine Unterstützung unter den Bürgern. Extremismus ist auch bei Einzelpersonen innerhalb von Fangruppen und bei Fußballspielen sichtbar. Gewaltextremistische Rhetorik und die Nutzung von verbotenen Symbolen durch Einzelpersonen innerhalb von Fan- und anderen Gruppen betrachtet Kroatien als Sicherheitsgefährdung, die auch dem internationalen Ansehen Kroatiens vehement schadet. Korruption und organisierte Kriminalität ist ohne Zweifel eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, da das institutionelle System die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität sowie die öffentliche Sicherheit bedroht wird. Die Gefährdung durch die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität wird durch die verkehrstechnischen, wirtschaftliche und geografische Lage Kroatiens leider begünstigt. Der zunehmend sich intensivierende Informatisierungsprozess der kroatischen Gesellschaft, die Digitalisierung öffentlicher Dienste wie e-Health oder e-Government sowie der Ausbau vernetzter Kommunikationsinfrastrukturen erhöhen die Anfälligkeit für Cyberbedrohungen. Die globale Vernetzung der Weltwirtschaft macht Volkswirtschaften anfällig für äußere Einflüsse. Aufgrund des erheblichen Anteils des Tourismus- und Verkehrssektors am BDP, am Bruttoinlandsprodukt, reagiert die Republik Kroatien besonders empfindlich auf globale Wirtschafts- und Sicherheitstrends. Die kroatische Wirtschaft steht vor weitreichenden Herausforderungen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, eine größere Effizienz des öffentlichen Sektors zu gewährleisten, eine größere Investitionsvolumen in Forschung und Entwicklung zu sichern, den Schuldenabbau voranzutreiben und die Verwaltung von öffentlichen Unternehmen und Staatseigentum effizienter voranzubringen und sie auch in den Privatsektor zu überführen. Als Sicherheitsgefährdung hat Kroatien auch eine ungünstige negative demografische Struktur erkannt, die die mittelfristige Beeinträchtigung der sozioökonomischen Entwicklung Kroatiens zur Folge haben wird. Eine niedrige Geburtenrate, die Entvölkerung, das negative Migrationssaldo und eine weitreichende Diskrepanz auf dem Niveau der Altersstrukturen der Bevölkerung werden die zukünftigen Herausforderungen sein, denen sich die kroatische Gesellschaft stellen muss. Auch der Arbeitskräftemangel wird den sozialen und wirtschaftlichen Druck in den nächsten Jahren auf staatliche und öffentliche Sektoren erheblich erhöhen. Wenn ich das Ihnen hier vorlese, dann kann man durchaus sagen, dass in manchen Fällen hier Parallelen auch zu Österreich, zu Deutschland und zu anderen europäischen Staaten zu sehen sind. Das heißt, wir in Kroatien haben sicherlich nicht mehr oder weniger Probleme, als wir sie in anderen Staaten genauso haben. Der Ausbau der kroatischen Wirtschaftskapazitäten wird auch den Bedarf an Energieimporten erhöhen, was sicherlich die Empfindlichkeit und Anfälligkeit Kroatiens gegenüber etwaigen Schwierigkeiten bei der Energieversorgung bzw. geopolitisch bedingten Lieferengpässen erhöhen wird. Gleichzeitig bestehen die Chancen für eine weitere Diversifizierung der Energiequellen, der Bau alternativer und erneuerbarer Energiequellen und die Stärkung der Energieeffizienz. Eine eigene Bemerkung als Botschaft in eigener Sache, da schauen wir schon ein bisschen auch nach Österreich und schauen, wie es sich auch hier vorangeht mit den erneuerbaren Energien. Und vielleicht können wir in manchen Dingen sogar gemeinsame Projekte angehen in Österreich und in Kroatien. Da gilt Österreich für uns auch als Vorbild. Der Klimawandel kommt in Kroatien vor allem durch eine extreme Steigerung von Hitzeperioden zum Vorschein. Die Adria reagiert dabei sensibel auf den Klimawandel. Veränderungen in der Flora und Fauna der Adria werden bereits jetzt schon beobachtet. Auf lange Sicht wird der Klimawandel den Meeresspiegel beeinflussen, die Dürreperioden verlängern und die Trinkwasserquellen reduzieren. Solche Bedingungen werden sich direkt auf die Gesundheit der Bürger auswirken, mit dem Auftreten von Krankheiten, die für das kroatische Klima nicht typisch sind. Branchen wie Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei und Energie
werden die Auswirkungen des Klimawandels sehr schnell und auch am direktesten spüren. Umweltstörungen wirken sich auf die Verringerung der biologischen Vielfalt. Durch das Auftreten seltener Erkrankungen, durch die Gefährdung des Reichtums von ökologischen Lebensräumen und Wäldern, die Verschmutzung von Wasser, dem Meer und der Luft aus, das auch zum Verlust fruchtbarer Böden führen kann. Minensprengstoff und Blindgänger aus der Kriegszeit des Heimatverteidigungskrieges sind immer noch ein Sicherheitsproblem in manchen entlegenen Teilen der Republik Kroatiens. Die Existenz minenverseuchter und verdächtiger Gebiete gefährdet nicht nur das Leben der Bürger, sondern behindert auch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, gerade in den ruralen Gebieten. Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen können die Bevölkerung, lebenswichtige natürliche und materielle Ressourcen sowie sensible Infrastrukturen Kroatiens und seiner Nachbarländer beeinträchtigen. Von den Naturkatastrophen ist Kroatien vor allem durch Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbrände meistens gefährdet. Die Situation in seinen Nachbarländern, so vor allem auf dem Westbalkan, ist für Kroatien von strategischer und sogar besser gesagt von existenzieller Bedeutung und wird deshalb unsererseits intensiv beobachtet und analytisch interpretiert. Die Pandemie hat unserer Ansicht nach entsprechende politische Spannungen zeitweise auch unterdrückt oder auch Problemfelder, die gelöst werden müssen, aufgeschoben, jedoch unter entsprechenden Umständen jederzeit aufflammen können. Dazu denke ich nicht nur an Spannungen zwischen Völkern von Ethnien, sondern auch ökologische Bomben, Abfallwirtschaft, Dinge, die einfach vielleicht in Europa, in Deutschland oder in Österreich, in anderen Ländern mehr oder weniger gelöst werden müssen in den Ländern, in unseren Nachbarstaaten, gemeinsam, auch mit Kroatien, mit Österreich, mit europäischen Ländern, müssen die auch in den Fokus geraten, müssen gemeinsam gelöst und behoben werden. Deshalb ist es für Kroatien von erheblicher Bedeutung, aber vor allem im eigenen Interesse der EU und unseren Bündnispartnern, dass an folgenden Prinzipien festgehalten wird, um den Frieden auf dem Westbalkan einzuhalten bzw. zu sichern. Erstens, die territoriale Integrität aller Länder in der Region muss gewahrt und geschützt werden. Die gesetzlich verbriefte Gleichberechtigung aller drei in Bosnien-Herzegowina lebenden Völker, Kroaten, Bosniaken und Serben, muss wiederhergestellt werden oder muss gefestigt werden. Langfristige Versöhnungsprozesse zwischen den Völkern und Volksgruppen sind grundlegend für die Stabilisierung des Westbalkans bzw. Südosteuropas. Und sie müssen weiter ausgearbeitet mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern begleitet werden. Das zur Zeit des Krieges in Ex-Jugoslawien vorherrschende Prinzip, dass Grenzen nach ethnischen Gegebenheiten verändert werden müssen, das gelegentlich von manchen politischen Akteuren auch in neuerer Zeit artikuliert wird, kann nur den Samen für weitere Konflikte im Westbalkan sein und kann international nur schwer durchgesetzt werden. Anstelle sich über Grenzverschiebungen zu unterhalten, sollte man sich in manchen Westbalkanstaaten Gedanken darüber machen, wie Nationalismus und gelegentliches imperiales Gehabe aus den jeweiligen Gesellschaften verbannt und Prozesse der Versöhnung, des gegenseitigen Respekts, letztendlich des zukünftigen Miteinanders ermöglicht werden können. Schon seit der Unabhängigkeit Kroatiens haben alle kroatischen Regierungen auf die besonderen Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina großen Wert gelegt und die Integrität und Stabilität, aber auch die Funktionalität von Bosnien-Herzegowina eine große Bedeutung zugesprochen. Kroatien teilt die Vision für Bosnien-Herzegowina, dass es ein stabiler, funktionsfähiger, prosperierender Staat werden muss, dessen zukünftige EU-Mitgliedschaft nicht in Frage gestellt werden darf. Die EU-Perspektive ist für alle Westbalkanstaaten ein wichtiges Element, nicht, dass sie das Datum bekommen, wann sie Mitglied werden, sondern dass sie allein mit dieser Perspektive Reformen im innenpolitischen Bereich schaffen,
die Sie befähigen, eines Tages auch Mitglied in dieser großartigen europäischen Familie zu werden. Zurück zu Bosnien-Herzegowina. Man muss zugeben, dass die Situation in diesem Land eine der schwierigsten, komplexesten Staatsgebilde auf dem Westbalkan ist. Dabei ist die innenpolitische Lage besonders herausfordernd, da stets zwischen zwei Extremen, dem Zentralismus auf der einen und dem Separatismus auf der anderen Seite, dieses Land gefangen ist. Beide Stoßrichtungen sind destruktiv und stellen stabile Staatsverhältnisse in Bosnien-Herzegowina oft in Frage, da die verfassungsmäßige Gleichberechtigung der drei konstitutiven Völker, Bosniaken, Serben und Kroaten, dadurch nicht gewährleistet wird. Deshalb muss Bosnien-Herzegowina seinen Gründungsprinzipien zum Ausdruck gebracht im Unabhängigkeitsreferendum von 1992 und im Friedensabkommen von Dayton treu bleiben, wenn es staatliche Funktionalität erreichen und staatliche Stabilität garantieren will. Dazu sollen die Staats- und Regierungschefs von Bosnien-Herzegowina ermutigt werden, sich konstruktiv in einem demokratischen Dialog zu einem Konsens durchzuringen, der Bosnien-Herzegowina voranbringt. Das Jahr 2021, ein Jahr ohne Wahlen dort, ist auch ein Jahr der Chancen für Bosnien-Herzegowina. Das Wahlgesetz in seiner jetzigen Form ist eine ständige Quelle politischer Spannungen und Missverständnisse. Die Lösung dieses Problems wird es ermöglichen, den politischen Fokus auf entscheidende Bereiche zu lenken, die die Entwicklung und die Prosperität des Landes voranbringen. Es muss eine echte Aussöhnung vollzogen werden, die für die langfristige Stabilität der Region unerlässlich ist. Der Westbalkan ist nach wie vor vom Erbe des Krieges belastet. So ist die Grundlage des Versöhnungsprozesses, eines jeden Versöhnungsprozesses, die ehrliche und wahrhaftige Auseinandersetzung mit seiner eigenen Vergangenheit. Dazu gehört auch die Klärung der Frage des Schicksals hunderter von Vermissten, das dazu führen wird, dass allen Opfern letztendlich, wenn das geklärt ist, Gerechtigkeit widerfährt und die Angehörigen wissen, wo ihre Liebsten und ihre Verwandten geblieben sind. Hier auch ein dringlicher Appell an die EU. Die EU muss nach wie vor, und manchmal hört sich das auch wie eine Litanei an, aber trotzdem ist es immer wichtig, das zu betonen. Die EU muss proaktiv sein, um ihren Beziehungen zum Westbalkan den nötigen Schub zu geben. Mehr politisches Engagement und eine stärkere Konzentration auf politische Themen sind erforderlich, unter anderem durch die Umsetzung der Strategie des politischen Engagements mit der Region, wie in der Erklärung von Zagreb vom 6. Mai 2020 dargelegt. Der von der künftigen slowenischen Präsidentschaft geplante Gipfel EU-Westbalkan und der Gipfel des Berliner Prozesses bieten eine gute Gelegenheit, dort fortzufahren, wo der Zagreber Gipfel aufgehört hat. Unsere amerikanischen Partner haben ihr Engagement im Westbalkan erneuert. Mit der politischen Neuausrichtung kann die EU viel mehr tun, insbesondere wenn ihre Bemühungen mit denen der USA übereinstimmen. Ich möchte diesen kleinen, ich nenne das mal halb universitären Vortrag, beenden mit einem Zitat, vielleicht aus einer Zeit, wo die jüngere Generation sich nicht mehr daran erinnert, aber dieses Zitat hat bei meiner Vorbereitung auf dieses Referat eigentlich voll ins Schwarze getroffen und schildert am besten, was wir tun müssen. Es ist ein Zitat von Michail Gorbatschow. Er hat gesagt, es gilt, die Sorgen und Interessen anderer Völker zu begreifen und die eigene Sicherheit nicht von der Sicherheit des Nachbarn zu trennen. Vielen Dank. Herr Botschafter, vielen Dank für Ihre Ausführungen und diesen sehr auch reichen Überblick über die Herausforderungen für Kroatien und auch wie das sozusagen im europäischen Verbund angegangen werden kann. Ich würde jetzt einerseits die Teilnehmerinnen bitten, ihre Fragen beginnen aufzutippen und in das Q&A zu stellen. Aber ich denke mir, wir können vielleicht mal mit einer ersten Frage anfangen. Wie
sehen Sie denn die Frage, die im Moment durch den Westbalkan in den Staaten, die noch nicht in der Europäischen Union Mitglied sind, die große Herausforderung ist die Blockade eines Mitgliedslandes für den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Das heißt, das ist eine große Herausforderung. Der Prozess ist damit im Stocken und es gab Bemühungen von verschiedenen Mitgliedstaaten, diese Blockade zu beenden. Und da ist gerade natürlich für Kroatien ein anderes Anrainerland sozusagen des Westbalkans, ein benachbartes Land, die Frage, wie sehen Sie da oder was kann Kroatien unternehmen in dieser Richtung? Weil ich glaube, diese Herausforderung ist sozusagen eine konkrete jetzt im Fall des spezifisch bulgarischen Vetos gegenüber Nordmazedonien zurzeit. Aber natürlich auch eine langfristige Herausforderung, dass es natürlich für Nachbarstaaten, die EU-Mitglieder sind, relativ leicht ist, bilaterale Fragen auf der EU-Ebene zu thematisieren. Aber gleichzeitig das natürlich den ganzen Integrationsprozess ins Stocken bringt. Und Sie haben ja sehr klar gesagt, dass Kroatien die Zukunft der Region Bosnien-Herzegowinas und der anderen Länder in der Europäischen Union sieht. Und es gab ja auch eine Erklärung, ich glaube, das ist, glaube ich, oft unbekannt, 2011 des kroatischen Sabors, der erklärte, dass Kroatien die Länder des Westbalkans integrieren will und nicht bilaterale Streitigkeiten auf EU-Ebene austragen wird. Und da ist vielleicht sogar eine ähnliche Deklaration wäre wahrscheinlich gut in dem bulgarischen Parlament aufgehoben zurzeit. Aber wie sehen Sie die Möglichkeiten Kroatiens, da Einfluss zu nehmen und auch eine positive Signale zu senden, um diese Blockadepolitik am Ende zu bereiten, sozusagen, dass der Prozess auf der Grundlage von Qualität weitergeht und nicht auf der Grundlage von einzelnen Einwürfen sozusagen? Vielen Dank für diese Frage. Also wie so oft, wo man glaubt, dass etwas gut verläuft, nachdem man das auch losgeeist hat oder so, taucht plötzlich eine Schwierigkeit auf, die dann alles, wie Sie auch richtig gesagt haben, zum Stocken bringt. Und da verharren natürlich die Staaten, die EU-Mitgliedstaaten, die natürlich diese EU-Perspektive für Mazedonien und auch für Albanien auch sehen, natürlich erstmal in Schockstarre. Ja? Oftmals habe ich immer so den Vergleich, dass Politik eigentlich nichts Komplexes und Kompliziertes ist, sondern es ist oftmals etwas, was das Verhalten, das Gefühl des einzelnen Menschen ja auch wieder bringt. Es ist eine Schockstarre, da gibt es einen, der sagt, ich stimme dir nicht überein, das, was wir besprochen haben, finde ich nicht gut, ich blockiere das. Was macht man in dieser Situation? Ich simplifiziere das jetzt bewusst. Ich kann mir vorstellen, dass Kroatien, vielleicht auch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, hinter den Kulissen erstens mit den bulgarischen Freunden uns mal zusammensetzen und versuchen mal zu reden, wo sind eigentlich die Schwierigkeiten. Und das ist der erste Dialog, der erste Schritt, der gemacht werden muss. Je nachdem, wie man diese Situation sondiert hat, wie man das beurteilt hat, denke ich mir mal, müssen die Kreise erweitert werden. Dann wird es eine Diskussion auch innerhalb der Europäischen Union geben. Es ist oftmals bei den Erweiterungsprozessen, der Erweiterung der Europäischen Union darf nicht außer Acht gelassen werden, dass oftmals innenpolitische Querelen und Schwierigkeiten eine ganz große Rolle spielen. Ja. Und ich nenne das mal so, man muss den beteiligten Ländern, die Angst haben, auch Parlamentswahlen zu verlieren, Beispiel. Man muss auch eine Zeit vielleicht manchmal abwarten, wie die Parlamentswahlen sich entwickeln. Man muss aber auch sagen, im Gespräch, im Dialog können wir unseren Partnern, und wir sehen die Bulgaren hier als Partner, das ist ja nicht eine Seite auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite, man muss erstmal versuchen, ihnen die Angst zu nehmen. Oh, ihre Befürchtungen, die sie gegenüber Mazedonien haben, natürlich in erster Linie. Ich meine, diese Probleme, die da auftauchen, die sind leider Gottes. Kroatien hat immer sehr gute Kontakte zu Mazedonien gehabt. Und wir haben immer ein großes Verständnis auch für das mazedonische Volk gehabt. Das heißt, es gibt auch viele Mazedonier, die in Kroatien leben, die auch die kroatische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, was wir auch merken in unserem europäischen Engagement,
dass viele nationale Interessen erstmal auch die europäischen Ideen, den europäischen Werdegang einfach blockieren. Das ist das eine, das stellen wir fest. Und dann stellen wir auch fest auf der anderen Seite, dass es Länder gibt, die sagen, wir gehen hin und lösen das Problem alleine. Warum? Weil wir stark sind, weil wir groß sind, weil... Aber sie wissen nichts um die Mentalität der Menschen, die dort sind. Ja? Ohne jetzt die einzelnen Länder zu nennen. Das heißt, der Vorteil von Kroatien und so Gott will irgendwann von Bosnien-Herzegowina und Albanien und auch Mazedonien, wird es sein, dass man ja man sich untereinander kennt. Dass man weiß, wie politische Systeme funktionieren oder nicht funktionieren. Und dass man sich deswegen verhält. Und das ist oftmals diese Diskrepanz zwischen West und Ost und West und Südost, dass man einfach mit einem großen Verständnis auch auf Dinge zugehen muss, um jede Chance, und das ist das Wunderbare an Europa. Es tut mir leid, wenn ich das vielleicht auch ein bisschen zu emotional oder euphorisch sage, aber das Wunderschöne an Europa ist, dass man wirklich drüber reden kann. Ja? Und jeder hat das Recht, das haben wir auch bei Großbritannien erlebt, zu sagen, wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich, keiner hält dich auf. Ne? Aber trotzdem, obwohl Großbritannien gegangen ist, was ich persönlich sehr, sehr bedauere, Großbritannien ist ein europäisches Land immer gewesen und bleibt es, aber die Attraktivität der Europäischen Union ist nach wie vor da. Und nennen wir es mal auch so, es gibt auch Eifersüchteleien innerhalb der politischen Familie. Ne, warum hat der eine bessere Ausgangsposition, der andere schlechter oder so. Aber auch hier müssen wir miteinander reden und sagen, Europa ist mehr als nur Eifersüchteleien oder sich gegenseitig auszuboten. Deswegen glaube ich, dass das erstmal die Schockstarre war. Diese wird aber zeitlich, kann man das schlecht sagen, es wird zu einer Beruhigung kommen, denke ich mir mal, auch vielleicht einem Umdenken, auch bei unseren bulgarischen Kollegen, denke ich mir mal. Man muss ihnen aber auch Zeit geben. Und nach wie vor, das Schlimmste, was man machen kann, zu sagen, wir sind jetzt in der Europäischen Union, wir sind jetzt der Club der Elite und das außerhalb unserer Grenzen interessiert uns nicht. Das ist der falscheste Fehler. Sondern diese EU-Perspektive, und ich habe es ja auch an Kroatien gemerkt, und das hat Kroatien gemerkt, allein die Perspektive, Mitglied zu werden, vollzieht oder bedingt oder stößt Reformprozesse automatisch an. Ob jetzt Mazedonien und Albanien in 10 Jahren Mitgliedstaat werden oder in 20 oder in 5 Jahren, das kann man nicht sagen. Kein Datum, es wird kein Datum geben. Aber bis dorthin werden Sie sehen, dass Sie hier Strukturen, und da spielt die junge Generation eine ganz große Rolle, Akademiker, auch Forschung und Bildung, ganz groß, das wird zu einem Umdenken kommen. In vielerlei Hinsicht, was wir jetzt zum Beispiel als sagen wir mal, ich bin dagegen, dass wir uns da klar verstehen, als etwas, das ist der Balkan. Nein, der Balkan ist auch attraktiv, nur zivilisatorisch gehören manche Länder zu einem anderen Spektrum, zum anderen, der Balkan ist attraktiv, so ist es nicht. Ne? Aber er hat vielleicht durch geschichtliche Probleme, die jeder Staat in Südosteuropa letztendlich hatte, er braucht ein bisschen länger, bis er dieses Niveau halt erreicht. Und dieses Zeit müssen wir auch diesen Staaten geben, wie auch unsere europäischen Partner uns das in Kroatien gegeben haben. Ja, vielen Dank. Ich meine, das ist, glaube ich, die Herausforderung ist wirklich, wie man dieses Tempo auch, die Perspektive sagen kann, ja, das ist sicherlich richtig, aber gleichzeitig zu viele Jahre sind auch, verderben auch die Energie. Und ich meine, gerade Nordmazedonien hat ja gleichzeitig mit Kroatien die ersten Schritte in Richtung Europäische Union unternommen, 2001 mit der Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens, der Beitrittsantrag zur gleichen Zeit gestellt, im gleichen Jahr. Und mittlerweile, Kroatien hat ja auch nicht kurz verhandelt und trotzdem ist der Abstand sehr groß. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wie man auch den Prozess, nicht den Mut und auch den Enthusiasmus nimmt. Aber lassen Sie mich zu einer anderen Frage kommen, die Kerstin Lieb gestellt hat, und zwar die Frage des Beitritts Kroatiens zur Schengen-Zone. Das heißt also, sie fragt eben, wie gestalten sich die Verhandlungen zum Schengener Abkommen, in welchem Zeitrahmen ist mit einer Implementierung zu rechnen und wie gehen Sie auch mit der Kritik, das füge ich sozusagen hinzu, es gibt
gibt ja auch eben diese Frage einer Herausforderung an ihrer Grenze, dass einerseits Kroatien als EU-Außengrenze zwar eine, es ist immer die Ironie der Außengrenze, die in Wirklichkeit eine Binnengrenze der Europäischen Union ist, denn natürlich die Staaten des Westbalkans sind von der Europäischen Union sozusagen von allen Seiten umgeben. Aber die Herausforderung, wie man mit dieser Grenze umgeht, auf eine Art und Weise, die einerseits die Außengrenze der zukünftigen Schengen-Zone sichert, aber gleichzeitig auch vermeidet, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Es gab immer wieder Kritik von NGOs bezüglich von sogenannten Pushback, also wie man mit dieser Migrationsfrage umgeht, ohne Menschenrechte zu verletzen und gleichzeitig die Schengen-Außengrenze sicherstellt. Wie ist das möglich? Wie geht damit Kroatien um? Und wie sieht es eben dieser Perspektive aus für eine Mitgliedschaft im Schengen-Abkommen? Dass Schengen für uns ein strategisches Ziel ist, das ist für uns ja ganz klar. Also wir würden lieber gestern als heute Mitglied im Schengen-Raum werden. Realistisch gesehen, ich denke mal 2023 vielleicht, aber hängt nicht an uns ab, aber wir würden es gerne sehen. 22 wäre super, aber 23 ist super. Ja, das ist wichtig, das ist richtig. Grenzsicherung. Kroatien ist hier in einer, eigentlich könnte man sagen, man würde es keinem anderen Land wünschen. So etwas, was Kroatien im Moment meistern muss. Auf der einen Seite hat man eine der längsten Landgrenzen in der Europäischen Union. Und man hat direkt an der Grenze hat man vorübergehende Auffanglager, Flüchtlingscamps, wie auch immer, die tagtäglich aufgefüllt werden. Und in einem Augenblick gehen die Lager auf und Tausende von Menschen stürmen nicht nur die kroatische Grenze, sondern die EU-Binnen-Außengrenze, wie Sie sie nennen möchten. Und dann haben Sie das Problem, dass die kroatischen Polizisten diese Grenze nicht nur im Auftrag Kroatiens, sondern auch im Auftrag der Europäischen Union schützen müssen. Weil man sagt, illegale Grenzübertritte sind nicht erlaubt, was ja auch in Ordnung ist. Und die Polizisten halten diese Flüchtlingsströme erfolgreich auf. Dann kommt die Kritik, ihr seid böse Jungs, weil ihr diese Menschen auffangt. Auf der anderen Seite würde man erlauben, dass illegale, ich betone illegale, Grenzübertritte ermöglicht werden, würde man von entsprechenden Kreisen, gerade aus der Europäischen Union, auch die Bemerkung bekommen, ihr seid böse Jungs, ihr destabilisiert die Europäische Union, weil ihr so viele Leute rein. Also wie Sie es drehen, es sieht nicht gut aus bei einer, nennen wir sie mal vereinfacht halber, EU-Außengrenze. Diese Kritik habe ich auch zu meiner Zeit in Zagreb sehr oft gehört, als Botschafter hier und da. Ich stelle mich immer gern der Diskussion und ich sage mir, okay, wenn alle, betone alle Mitgliedstaaten, sagen würden, wir nehmen all die Menschen, die an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien darstellt, wir nehmen sie auf, ihr Kroaten macht die Grenzen auf, wir nehmen 10.000 Leute, wir nehmen 20.000 und so weiter, dann würden wir sicherstellen als Kroaten, dass der Durchlauf gut funktioniert logistisch. Nur stellen sich da zwei Fragen. Solch eine Botschaft bekommen wir nicht von unseren EU-Mitgliedstaaten. Ganz im Gegenteil. Man sagt ja, wir haben genug Probleme. Also wir können keine weiteren aufnehmen. Vereinzelt schon, aber jetzt massig geht's nicht. Und das würde bedeuten, wenn Kroatien die Grenzen aufmacht, hätte man einen Hotspot, wie man das nennt. Dann hätten wir ein paar tausend Leute nicht in Bosnien-Herzegowina, sondern man hätte ein paar tausend Leute in einem EU-Staat. Und die kommen nicht weiter. Die kommen nicht weiter. Und das muss Kroatien wirklich verhindern. Klar verhandeln wir da mit unseren bosnisch-herzegowinischen Kollegen, wo wir dann sagen auch, als ein, sagen wir mal, Goodwill, wenn ihr die Auffanglager habt, dann
versucht sie dort zu platzieren, wo die Menschen reingekommen sind. Beispiel, das wäre eine, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, bitte mit dicken Anführungsstrichen, Soft-Lösung. Letztendlich muss es eine endgültige Lösung geben, dass die Menschen wirklich geschützt sind, dass sie menschenwürdig aufgenommen werden, dass sie letztendlich auch Hoffnung bekommen, auch mit der Perspektive in ihre Heimat wieder zurückzukehren. Aber ich habe mich immer auch mit Entwicklungspolitik beschäftigt in Deutschland, als ich gewesen bin. Ich habe immer gelernt, und es kann man, die Probleme, die kann man nicht in Europa oder in Deutschland lösen, die Probleme in Afrika oder in Afghanistan oder sonst wo, sondern wir müssen sie vor Ort lösen. Da ist die Europäische Union gefragt, da ist Amerika gefragt. Es ist in den letzten Jahrzehnten vieles in uns Ungleichgewicht gekommen. Das sind Resultate einer globalen Politik, die gerade durch nationale Interessen durchwoben war und die zu Konflikten geführt hat, die Konflikte nicht mehr unter Kontrolle hatte, und die Menschen sind losmarschiert. Das waren Kriege, aber mittlerweile sind wir auch nicht mehr in den Kriegen, mittlerweile sind wir ja auch in klimatischen Veränderungen, die auch Menschen dazu bewegen zu gehen. Ja, ist doch logisch, wenn jemand sieht, ich habe einen Bericht jetzt, im österreichischen Fernsehen war es, über Oasen in Marokko, ne? So, die einfach verdörren, weil die Leute nicht mehr da sind, das Wasser kann nicht mehr gehalten werden, und die Leute, weil sie kein Wasser haben, setzen sich in Bewegung. Das ist menschlich normal. Also müssen wir uns vielleicht nicht neue Dinge ausdenken lassen, sondern man müsste mal sich an den Tisch setzen und vielleicht eine effektive, Betonung effektive, nicht, warum sage ich Betonung effektive? Es wird viel geredet, es wird Papier geschrieben, es wird viel, sondern dass man sagt, wie können wir mit Fristen, wie können wir zum Beispiel das Problem der Oasen in Marokko oder wie auch immer, wie kann man das zum Beispiel lösen? Ist das lösenswert? Dass man vor Ort den Menschen Hoffnung gibt, Infrastruktur aufbaut, dass man Leute, die auch als Flüchtlinge hier waren, als Vertriebene, dass man sagt, das sind Ärzte, das sind Ingenieure, letztendlich saugen wir diese Menschen den Ländern raus, und vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man den Menschen sagt, hilft es doch mit Aufbauen in bestimmten Ländern, dass die diesen Know-how-Transfer, die sie in Österreich, in Deutschland bekommen, dass wir dann helfen. Das ist aber ein mittel- und langfristiges Projekt, das gemacht werden muss. Nun, es darf nicht außer Acht gelassen werden, es darf nicht beiseite geschoben werden. Was wir wirklich machen müssen, ist jetzt, dass wir schauen, zurück zur Grenze, Kroatien darf sich nicht erlauben, sonst kommt es nie in Schengen rein, dass man ihm vorwerfen kann, ihr könnt die Außengrenze nicht sichern. Das darf nicht passieren. Ja? Es darf aber auch nicht passieren, und wir achten schon drauf, ja? Dass man sagt, es darf, also auf der einen Seite, dass man die Leute über die Grenze leger rüberlässt, ist ein Problem. Und dass man sie rigide dranhält, der Druck wird groß an der Grenze. Da muss es auch Möglichkeiten geben, dass Kroatien, seine europäischen Partner, auch mit den Ländern, in denen sich die Leute im Moment befinden, konkret in Bosnien-Herzegowina, dass man hier Lösungen findet und auch schnell auch Menschen wieder zurückbringen, die keine Chance haben, Asyl zu finden. Weil viele dieser Menschen sind auch, das darf man auch nicht vergessen, sind ohne Papiere, ohne Unterlagen da, und man weiß wirklich nicht, mit wem man es zu tun hat. Und das ist auch ein Sicherheitsrisiko, was ich ja auch hier erwähnt habe. Ja, vielen Dank. Wir haben noch einige Fragen. Peter Balog fragt zu den kroatischen Beziehungen zu zwei Staaten, einem EU-Nachbarstaat Ungarn und einem etwas weiter entfernt liegenden Land China, etwas unterschiedlich im Gewicht. Aber ich denke mir natürlich zwei wichtige Fragen. Bei China ist natürlich, sehen wir wichtige Investitionen Chinas im südosteuropäischen Raum, auch Bautätigkeit, Stichwort die Brücke von Pelješac in Kroatien, wo aber natürlich auch
kritische Stimmen aufkommen über Einhaltung von gewissen Standards, aber auch von finanziellen Abhängigkeiten. Das ist, glaube ich, in Kroatien weniger der Fall. Die Brücke wird ja von der Europäischen Union finanziert, somit ist das einfacher. Aber zumindest in anderen Staaten wie in Montenegro ist das ja eine Herausforderung für das. Also wie sehen Sie sozusagen in diesem Geflecht, wo auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China gespannt sind? Ich glaube, die Perlischatzbrücke ist eine der ganz wenigen Projekte, das einzige, von dem ich weiß, wo mit europäischen Geldern chinesische Firmen ein Infrastrukturprojekt bauen. Es gibt vielleicht noch andere, aber das ist das Einzige, was mir bekannt ist. Also China einerseits, Ungarn andererseits. Wie sehen Sie da die Beziehungen Kroatiens? Also was mit China, als ich in Zagreb war, hatte ich immer bei mir im Kabinett, habe ich immer den Besuch des chinesischen Botschafters regelmäßig gehabt. Er hat mich immer informiert, wie die Bauarbeiten an der Perlischatzbrücke vorangehen. Er hat mich nicht informieren müssen, aber man muss sagen, es war schon ein Zeichen, dass die Chinesen sehr, sehr intensiv, sehr analytisch an Dinge reingehen und die auch wirklich effektiv bauen. Also wir müssen sagen, die Brücke von Perlischatz, die wird weit vor der vereinbarten Zeit fertiggestellt werden. Also das ist auch nicht irgendwie Copy-Paste, was früher manchmal gesagt haben, sondern das ist qualitative Arbeit auf höchstem Niveau. Wir werden sicherlich mit den Chinesen, wollen wir gute Beziehungen haben, jedoch nicht in dem Sinne, dass man sagt, uns interessieren die Ansichten unserer europäischen oder transatlantischen Partner überhaupt nicht, sondern wir machen unser eigenes Ding. Das wird es mit Kroatien mit Sicherheit nicht geben. Wir versuchen uns in einen Dialog hineinzubringen, indem er vielleicht entsprechende Positionen näher bringt oder aneinander vielleicht zu einem besseren Verständnis führen. Aber Kroatien weiß, zu wem es gehört, zu wem wir ein entsprechendes, auch vertragliche und auch partnerschaftliches eine Grundlage haben. Das ist die Europäische Union, das ist Europa und das ist aber auch durch die NATO, also das sind auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Was nicht bedeutet, und es kann meistens nicht ausgeschlossen werden, dass wir jetzt aus dieser Position gar keine Beziehungen zu China haben möchten. Ganz im Gegenteil, wir wollen schon unsere Kontakte auch traditionell mit China pflegen und wir wollen sie auch dementsprechend auch ausbauen. Also das ist nicht so, dass wir auch, was Sie auch richtig gesagt haben, dass wir in Abhängigkeitsverhältnisse mit China schlittern. Das werden wir bestimmt nicht tun. Also da sind wir souverän genug. Mit Ungarn, das ist unser Nachbarland. Ungarn hat eine große Tradition, auch Minderheit, auch in Slawonien gerade. Wir haben eine kroatische Minderheit in Ungarn. Und das sind so Brückenpfeiler, die uns aneinander bringen. Die Kritiken, die aufgetaucht sind, wir sind, sagen wir es mal so, wir sind da ein bisschen vorsichtig, weil wir aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit wirklich den Dialog nicht abreißen lassen möchten. Das heißt, wenn es überhaupt nicht mehr geht, wenn kein Dialog mehr da ist, dann sind Missverständnisse an der Tagesordnung. Das wollen wir verhindern. Das heißt, wir sind sicherlich mit manchen Entscheidungen nicht erfreut, die aus Budapest kommen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Kontakt mit Budapest gänzlich abbrechen. Das würden wir nicht tun, sondern ganz im Gegenteil. Wir können in manchen Fragestellungen, und so hoffen wir auch, können wir uns auch als Mediatoren anbieten zwischen den europäischen Partnern, die uns wichtig sind, und auch Ungarn, das einer unserer europäischen Partner ist. Danke. Die Frage von Martin Malek bezieht sich auf ein anderes Nachbarland, das in südlich und östlich von Kroatien ist, noch weniger erwähnt, Serbien. Wie sehen Sie sozusagen, wenn die Frage konkret ist, wird Kroatien einem EU-Beitritt Serbiens zustimmen? Und wie sehen Sie im Moment die Beziehung zwischen den beiden Staaten? Es gibt da noch Leben
vielleicht auch historisch noch nicht aufgearbeiteten Unterschieden gibt es auch durchaus noch einige, wie auch mit Bosnien-Herzegowina, noch nicht gelöste Grenzfragen, die sicherlich einer völligen Normalisierung der Beziehungen noch im Weg stehen und auch eine Herausforderung sind für einen EU-Beitritt, nehme ich an. Aber da wäre das interessant, wie sozusagen diese offenen Fragen, wie Kroatien mit jetzt konkret Beitritt zu Serbien sieht, aber auch diese offenen Fragen mit den beiden Staaten, gerade Serbien und Bosnien-Herzegowina, umgeht, was jetzt sozusagen kleinere Streitigkeiten, man kann das ja sogar übertrieben, aber doch Grenzfragen gibt, die noch ungeklärt sind und Ähnliches. Also wie man diese Fragen sozusagen aufarbeitet, um zu verhindern, dass die zu einem Hindernis werden für die langfristigen Beziehungen der Staaten. Also nach wie vor EU-Perspektive Serbiens, Bosnien-Herzegowinas, absolut. Also die EU-Perspektive, da steht Kroatien zu 100% dahinter. Das ist die Überschrift. Der Weg aber, Mitgliedschaft in der Europäischen Union, das ist natürlich eine Sache, wo wir uns hinsetzen müssen und einige offene Dinge klären müssen. Da wird es sicherlich Fragestellungen geben, wo Serbien sagt, schaut, ihr Kroatien habt das nicht gelöst. Wir möchten, dass ihr euch damit beschäftigt. Das wird Kroatien tun. Aber ebenso wird Kroatien für Dinge, die uns in unserer neuen Vergangenheit wichtig sind, Fragen stellen an Serbien, wo man hofft, dass man bilateral eine Lösung findet. Das sind zum Beispiel die Frage der Vermissten. Das hat jetzt weniger mit Staaten was zu tun, mit Belgrad oder mit Zagreb, sondern es hat einfach damit was zu tun, sowohl auf serbischer oder auf kroatischer Seite, dass Menschen Ruhe finden, da sie wissen, wo sind meine Angehörigen geblieben. Das ist zum Beispiel ein Thema, was noch auf jeden Fall jetzt schon besprochen werden und auch gelöst werden kann. Wir wissen, dass bestimmte Dokumente auch in Belgrad sind, ja, die einfach einen Aufschluss geben können, wo sich Menschen oder sterblichen Überreste von Menschen befinden. Das ist das eine. Bosnien-Herzegowina, auch hier, wiederhole es noch einmal, EU-Perspektive klar. Wir werden auch für Grenzfragen auch eine Lösung finden. Sie dürfen nicht vergessen, dass viele Grenzen, und das ist das Schöne an Europa, dass viele Grenzen auch nicht geklärt sind. Zum Beispiel zwischen Belgien und Deutschland. Aber kein Mensch spricht drüber. Also es ist noch ein bisschen in diesen mentalen Feldern noch alles verfangen, dass man da eine klare Grenze ziehen muss, da muss man das machen, das ist meins und das ist deins. Klar, generell soll es so sein, aber es gibt manche Felder, wo man sagen muss, pass auf, lassen wir das jetzt erstmal sein, lassen wir das ruhen. Wichtig ist, dass die Leute reisen können, dass wir uns nicht deswegen ständig streiten und wirklich, man darf nicht vergessen, was die Europäische Union gewesen ist. Die Europäische Union war immer ein Friedensprojekt. Und kein Mensch streitet sich zwischen Berlin oder zwischen Brüssel über irgendwelche Quadratkilometer, die eigentlich zu Deutschland oder zu Belgien kommen sollten oder sowas. Sondern man akzeptiert das und man arbeitet mehr, weil es höhere Werte gibt als eine reine Grenzziehung. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Botschaft, denn es ist manchmal eben genau wie Sie sagen, manchmal muss nicht jedes Problem sofort gelöst werden. Es gibt dann einen Moment, wo es dann vielleicht leichter wäre, das zu lösen. Und solange man mit den Unterschieden leben kann, glaube ich, das ist das Entscheidende, dann bedarf es nicht unbedingt einer dringenden Lösung, solange das sozusagen nicht zu einem grundsätzlichen strukturellen Problem sich entwickelt. Ich hätte noch eine Frage von Herrn Martin Malek, der fragt, wann kann man in Kroatien bei meinem nächsten Urlaub Euros benutzen? Also nein, die Frage, die er stellt, ist, wann tritt Kroatien der Eurozone bei und wann ist Euro Zahlungsmittel in Kroatien? Wahrscheinlich für viele Österreicher genauso spannend, genauso wie die Schengen-Frage, wenn sie daran denken, nach Kroatien zu fahren. Ja, also ein Datum kann ich Ihnen da auch nicht sagen. Also die kroatische Regierung hat schon die Voraussetzungen dafür geschaffen, also die Grundlagen sind da. Allerdings auch hier das genaue Datum, das hängt wirklich von verschiedensten Faktoren ab, die letztendlich dann den Beitritt ermöglichen oder nicht ermöglichen. Aber wir sind auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. Wir sind auf einem guten Weg.
Sehr gut. Ich glaube, wir haben alle Fragen mehr oder weniger beantwortet, die aus dem Publikum kamen. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere Fragebedürfnisse gibt. Die können wir auch gerne hier vielleicht, auch hier vielleicht nur eine kleine Anmerkung. Ja. Auch hier, wie beim Schengen-Raum, hoffen wir, dass es 2023 ist. Ja, also, ja, also ich glaube, man sollte nicht mit, sollte keine Jahreszahlen ankündigen, aber hoffen darf man. Herr Botschafter Brix, bitte. Ja, ich möchte mich eigentlich bedanken für diese sehr offenen Worte des Botschafters. Die haben mich sehr gefreut. Und eine Frage schon noch stellen. Wir diskutieren ja in der Europäischen Union über die Frage, soll man das Einstimmigkeitsprinzip in zentralen Fragen aufgeben oder nicht. Es geht vor allem um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das betrifft gegenwärtig vor allem Kritik an den neuen Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas. Kroatien ist da kein Fall, der derzeit diskutiert wird, aber dennoch, Kroatien hat eine Stimme. Wie ist denn da die Position Kroatiens zur Frage, dass man zu einer qualifizierten Mehrheit übergeht? Gibt es schon eine offizielle Position Kroatiens? Also meines Wissens nicht, noch nicht. Es gibt einzelne Meinungen, klar, von Politikern, die man sich äußert, aber es gibt keine generelle Stellungnahme der kroatischen Regierung dazu, dass man sagt, so werden wir das machen. Ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich diskutieren. Also auch hier kann ich nur auf die Dialogbereitschaft hoffen. Meine persönliche Meinung spielt da vielleicht nicht so eine große Rolle, aber schauen wir mal, was die Politik entscheidet, ja. Ganz konkret. Ja. Aber ich denke, Botschafter Brix, das ist eine wichtige Frage, denn nicht nur in der Außenpolitik, aber auch in der Erweiterungspolitik ist es, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, wie wir gesehen haben bei dem diskutierten Veto Bulgariens. Natürlich muss jedes Mitgliedsland einen Beitritt ratifizieren im Parlament. Das ist legitim und natürlich selbstverständlich. Nur die Frage ist, ob jedes einzelne Land zustimmen muss bei jedem Schritt. Es geht ja nicht nur um das Aufnahme der Verhandlungen, sondern auch um die Öffnung und Schließen jedes Kapitels. Also da kann Malta genauso gut wie Portugal, genauso gut wie Estland ein Veto einlegen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass natürlich das in gewissen Zeiten zu Krisen führen kann, ist, glaube ich, selbstverständlich. Also da gibt es wahrscheinlich durchaus Raum, wo man vielleicht gewisse Blockademöglichkeiten abbauen könnte. Ja, ich verstehe die Antwort des Botschafters so, dass Kroatien da zögerlich ist, wie alle mittelosteuropäischen Staaten in dieser Frage, weil es doch eine gewisse Sorge gibt, dass man sich ein Mittel zur politischen Gestaltung der Nachbarschafts- und Außenpolitik nicht gerne wegnehmen lassen möchte. Aber im Sinne Europas wäre es doch zu überlegen. Ja. Das ist richtig. Lieber Herr Botschafter Brix, auch das muss reifen. Weil Europa, das ist ja das Interessante, das ist ja ein Unikum, so etwas, die Europäische Union. Das ist ja nicht Vereinigte Staaten oder irgendwas, das ist ja was Besonderes. Und jetzt besteht natürlich, und das ist noch nicht ausgereift. Also kann man eine Gefahr ausschließen, dass plötzlich große Länder sagen, wir heben ja und dann interessieren uns die anderen nicht. Und wir stimmen nicht nur jetzt über Sicherheitspolitik, sondern machen wir auch weitere Entscheidungen und so weiter. Demokratisches Prinzip, Mehrheitsprinzip absolut zu befürworten. Nur in diesem europäischen Kontext muss es wirklich, auch das muss von allen dann akzeptiert werden. Wie sieht es aus, wenn man darüber abstimmt? Nehmen wir das Mehrheitsprinzip, ja? Wie will man dann darüber abstimmen, dass es eingeführt wird? Allein das ist ja schon schwierig. Da müssen einige Staaten sagen, jo, ich mache das nicht. Also diese Gestaltung werde ich einfach mal beiseite schieben, die ich die Möglichkeit habe. Das ist schon richtig. Ne? Ja. Das ist kein leichtes. Mhm. Es ist nachvollziehbar. Es ist zu befürworten, auf den ersten Blick. Nur die Umsetzung, was daraus werden kann, das muss nochmal durchgesprochen werden. Ja, alles muss reifen, die Europäische Union auch noch. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Schlusspunkt für unsere Diskussion für heute Abend. Ich bedanke mich nochmal bei den beiden Organisatoren der Diplomatischen Akademie und dem IDM, aber natürlich auch bei der kroatischen Botschaft und ganz besonders bei Ihnen, Herr Botschafter Glunčić, für Ihre offene Diskussion und Beiträge und Fragen, Bereitschaft, Fragen zu beantworten. Ich wünsche Ihnen ja viel Erfolg bei Ihrer Arbeit in Wien, in Österreich. Vielleicht sehen wir Sie auch mal in Graz. Ich würde mich sehr freuen.
gerade wenn die Reisen wieder leichter werden. Es ist auf dem Weg nach Kroatien, sozusagen auf der Durchreise. Und damit kann ich mich, glaube ich, vom Publikum verabschieden mit einem herzlichen Dank, dass Sie trotz des heißen Sommerabends hier sind. Und obwohl Kroatien leider gestern ausscheiden musste aus der Europameisterschaft, aber wenigstens spannende Diskussionen können wir weiterhin haben. Also, schönen Abend an alle und vielen herzlichen Dank. Herzliche Grüße an alle. Ja, danke. Auf Wiedersehen, Herr Botschafter. Danke, Herr Professor. Herr Botschafter.